Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir sind in unserem eigentlich dritten Krieg gegen Deutschland. Aber es ist der zweite Krieg, in dem Deutschland versucht, Bayern zu erobern, indem wir natürlich wieder auf die bayerischen Seite eingestiegen sind. Aber, Entschuldigung, im Vergleich zum ersten bayerischen Befreiungskrieg haben wir hier in dem zweiten nicht Großbritannien gegen uns, sondern nur Deutschland. Und es schaut so aus, als könnten wir Deutschland tatsächlich schlagen. Wir haben bereits einiges an Truppen von ihm vernichtet und sind gerade dabei, seine letzten Einheiten durch Europa zu jagen. Und mit etwas Glück können wir noch alle vernichten. Das würde ihn auch ziemlich schädigen. Und wir werden dann anfangen, Deutschland vollständig zu belagern. Und dann überlegen wir uns, was wir mit Deutschland machen. Also meiner Meinung nach ist, ich hoffe auf jeden Fall, dass einige von meinen Verbündeten, die nicht Anführer in der Allianz sind, Gott sei Dank, jetzt beginnen werden, irgendwelche Dinge von Deutschland zu fordern, wie zum Beispiel Osthannover oder Hessen, oder was ist das da? Hessen-Nassau. Was ist das? Hessen. Hessen-Nassau zum Beispiel. Wow. Baden oder so könnte das fordern. Oder was könnten sie noch? Ah, na, Bayern, bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich das mag. Lieber wäre es mal, wenn Baden irgendwas fordern würde oder Württemberg. Sonst wird Bayern so eine Art zweites Deutschland. Was mache ich dann damit? Gar nichts. Da habe ich dann zwei Deutschlands auf meiner Seite, die irgendwie gegen mich kämpfen wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich was erobern will. Ich meine, es zahlt sich natürlich schon irgendwie aus, Posen zu erobern, weil das ist relativ stark, was das betrifft. Wenn man von den 190. Na, doch nicht. Also in Posen nicht mehr so viel investiert, offensichtlich in letzter Zeit. Ja, vor einer Weile war Posen noch eines der stärkeren Gebiete, industriell gesehen. Na gut, wer weiß. Seine Armee ist noch immer relativ stark mit 104. Aber unsere hat eine Stärke von 254 und ist damit mehr als doppelt so stark. Na gut. Machen wir einfach weiter. Wir jagen eine nach der anderen zum Teufel. Sehr gut. Diese 70.000, was machen wir mit denen? Wir könnten die jetzt langsam einmal erholen lassen, oder? Könnten auch mit den 28.000 dann Küstrin angreifen. Leipzig, na, wir greifen noch Leipzig an. Ich mag nicht, dass die Deutschen Leipzig erobern. Da könnte, ist es ist sehr wahrscheinlich, dass dann Preußen vielleicht aus dem Krieg, Preußen, was rede ich, Sachsen dann aus dem Krieg rausgeht, wenn ihre Hauptstadt erobert ist. So, ihr bleibt hier und schaut zu, wie wir hier Magdeburg. Ah, das war abzusehen, die gehen nach Stendal. Zwei Armeen. Ah, die eine wird aber nach Dessau gehen. Breslau haben wir auch gewonnen. Da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Mit diesen 84.000. Na, greifen wir mal diese 9.000 an. Schaut so aus, als wären irgendwelche Spezialtruppen dabei. Das mögen wir nicht. Oh, warte mal. Sollen wir das dann überhaupt machen? Nach Dessau, vielleicht sollten wir da stehen bleiben
und doch die andere Truppe darüber schicken nach Berlin. Das sind nämlich auch noch ein Haufen Deutsche, die wir erobern könnten. So, Kolberg. Da noch deutsche Krone. Diese 6000 werden wir wohl besiegen können, oder? Sollte ja wohl nicht wirklich das Problem darstellen. Berlin haben wir auch gewonnen. Wohin gehen die? Alle nach Stendal. Sammeln sich dort quasi. Dresden haben wir auch gewonnen. Hey, wir können Treibstoffraffinerien bauen. Sehr gut. Wir haben Cracking entdeckt. Wisst ihr, was Cracking ist? Ha, und wieder kann ich den Chemielehrer vorkehren. Cracking ist das Verfahren, woraus aus langen Kohlenwasserstoffen kurze Kohlenwasserstoffe hergestellt werden. Beziehungsweise nicht nur kurze Alkane, sondern vor allem auch kurze Alkene, die wir dann später noch, das können wir noch nicht, in der Kunststoffindustrie brauchen und in verschiedensten anderen Industriezweigen. Wir brauchen das Cracking aber auch, um aus den langen Kohlenwasserstoffen kurze zu machen, die wir dann als Benzin einsetzen. So, nach Görlitz geht's hier. Diese 16.000 gehen daher, 19.000 gehen daher. Und die anderen drei gehen nach Görlitz. Die anderen zwei gehen nach Görlitz. Ich glaube, das sollte reichen, um mit denen fertig zu werden. Ignorieren wir weiterhin. Ja, viele, viele deutsche Truppen sind da noch übrig. Das ist nicht gut. So. Ihr seid wieder geheilt. Wir gehen nach Breslau mit euch. Küstrin haben wir auch befreit. Hier geht's auch da rein. Wir machen uns mal um die 30.000. Hervorragend. Und in Dessau haben wir auch gewonnen und in Görlitz ebenfalls. Okay, in Dessau sind wir, da dürfte gerade eine Einheit entstanden sein. Deswegen. Was haben wir hier? Bam, bam. Hier geht's daher. Hier geht's daher, um ein wenig auszurasten und zu regenerieren. Okay, das ist jetzt wieder gefährlich. Da haben wir 20.000 Mann drüben stehen.
Das sollten wir trotzdem gewinnen hier. Okay. So, da brauchen wir einen General. Jetzt können wir ja, jetzt gehört das ja uns. Was nehmen wir da für einen General? Den Hermann Hummel? Nö. Oh, der schaut gut aus. So, Jemen Beziehungen verbessert, Frankreich kann nageln. Russland, Frankreich, USA, Großbritannien, Japan, Russland, Russland, Japan. Noch immer keinen Kriegsgrund dazu hingefügt? Nö. Jetzt sind wir schon auf minus 55%. Na sowas. Das wird es wohl eher nicht werden. Zum Virenkriegsziel hinzufügen. Unsere Infamie ist aber bei 12. Wenn wir jetzt irgendein gescheites Kriegsziel hinzufügen. Wir könnten versuchen, Polen zu gründen. In Posen. Die wären dann in unserer Einflusssphäre, durch das, dass sie uns grenzen, haben wir auch einen Bonus beim Beeinflussen. Das heißt, sie würden wahrscheinlich auch in unserer Einflusssphäre bleiben. Wenn sie mit uns ein Bündnis eingingen, was sie nicht werden, weil sie für uns auch Kerngebiete haben. Na, das ist ein dummes Kriegsziel. Posen erobern, das wär's. Na. Weltgeltung reduzieren. Bist du wahnsinnig? Das kostet 13 Infamie. Warum? Zwingen Sie ein Land zur Abrüstung und zu Reparationszahlungen. Ja, grundsätzlich ist das ja ganz nett, aber. Nee. Reißt Fors ab. Brandenburg. Kostet auch 4 Infamie. Wieso kostet es 4 Infamie, wenn ich ihn dazu zwinge, friedlicher zu sein? Ich finde das überhaupt nicht richtig. Ich will das nicht so viel ausgeben, so viel Infamie. Na gut, andererseits, wenn wir Posen versuchen zu erobern, dann sind wir auf 23,75. Das ist schon recht hoch. Nochmal Krieg können wir dann nicht so einfach führen. Aber wenn meine Verbündeten da nichts machen, dann muss ich das fast tun. Weil ohne, dass sie irgendwas dafür zahlen, dass sie uns schon wieder angegriffen haben, lasse ich sie nicht raus. Und sie haben auch unsere Verbündeten gedemütigt vorher. Das muss einfach bestraft werden. Wir lassen uns noch Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sagen, wir haben sie genug auseinandergenommen. Gut, in Posen gibt es sie auch nicht mehr. Dann besetzen wir jetzt mal das Gebiet hier. Rundherum. Ja, das war's schon fast. Viel mehr können sie nicht mehr dagegen tun, dass wir da irgendwas machen bei ihnen. In Stendal stehen noch einige rum. Und Magdeburg haben wir jetzt auch gewonnen. Weißer Frieden.
Ha. Niemals. Jetzt haben wir schon minus 86%, 68%. Dann fügen wir mal ein Kriegsziel hinzu. Erobern wir was und aus. Posen. Na, warte jetzt mal, schauen wir uns, bevor wir Posen versuchen zu erobern, schauen wir uns mal an, was wir da erobern würden, rein theoretisch. 200.000, 200.000, 100.000, Tuchel gehört auch zu Posen, oder? 60.000, Tuchel ist ja genial, das grenzt ja an die Ostsee. Ist das super. Und deutsche Krone sind 60.000, na gut, die sind nicht so groß, aber immerhin, die drei zusammen haben 500.000, ca. 600.000. Es wäre keine, nicht die größte Provinz bei uns, aber sie wäre doch durchaus sinnvoll. Aber ja, das können wir. Pfeif auf die Infamie. Also eh ganz schön viel Posen zu erobern. Was wir gleich haben. Sehr gut. Gut, Militärlogistik, Raumverteidigung, nein, Militärlogistik. Wenn wir nicht einmal alle Level 3 Forster, wenn wir nicht anfangen, Level 4 Forst zu bauen. Apropos Level 3 Forst. Wird schon erweitert, wird schon erweitert, wird auch erweitert, wird auch erweitert. Oh, bis Sange sind wir sogar gekommen, schauen. Split, Dubrovnik und Kotor. So, da machen wir Mailand noch. Brescia, Verona, Padua, Bergamo und Bozen. Und jetzt ist Oss. Mit den Dingern. Gut, auch in Dessau. Wieder gewonnen. Gut, die Bayern kümmern sich da um die letzten deutschen Truppen. Das schaut sehr gut aus. Das schaut sehr gut aus. So, wir haben Magdeburg wieder von den Deutschen befreit. Du gehst nach Karlsbad, um dich auszuruhen. Thomas Stahl. Diese Methode reinigte das Eisen während seiner Verarbeitung zu Stahl nicht nur, sondern ermöglichte auch die Verwendung von Eisen, das wegen minderwertiger Qualität zuvor nicht verwendet werden konnte. Mhm. Ah, deutsche Krone. Tuchel, das wollen wir ja auch erobern. Ja, Freunde, ihr wart so aggressiv uns gegenüber, nicht wir euch gegenüber. Okay, wir nehmen Posen. So, Österreich ist richtig groß mittlerweile. Ha, wir haben den alten österreichischen Traum erfüllt. Wir haben eine Grenze von der Ostsee bis zum Mittelmeer.
Wir haben ein Reich von der Ostsee bis zum Mittelmeer. Gut. Gut. Und es scheint mir, als hätten meine Truppen gar nicht einmal so stark darunter gelitten. Dritte Armee wird noch koppeln. Siebte Armee. Ich überlege gerade, ob ich die vielleicht hier sogar stehen lasse. Und wir haben das Deutsche Reich in zwei geteilt. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. So, achte Armee, du gehst nach Sench. Zehnte Armee, du gehst nach. Doch, ja. 26. Armee, nein, 6. Armee, wieso 26. geht nach Mailand? Du gehst schon wohin? Wo bist du hin? 5. Armee. Du gehst nach Mitrovica. Mal schauen. 2. Armee geht nach Budapest. 9. Armee. Wo fehlt noch was? Sench haben wir schon hingeschickt. Nach Mitrovica haben wir hingeschickt. Da haben wir hingeschickt. Da haben wir schon zwei hingeschickt. Du gehst da nach Osik. So, wo ist denn die 1. Armee? 6. Armee. Die lassen wir hier in Breslau. Ah, da ist die 1. Armee. Die kommt nach Wien. Gut, ich glaube, wir haben alle Armeen bewegt, außer die Kolonialarmeen, aber irgendwie haben die auch am Krieg nicht wirklich teilgenommen, also so gesehen. Geht's ihnen noch gut? Gut. So, schauen wir mal. Abbrechen. Was kann man da bauen? In Posen. Was haben wir denn da? Das bauen wir mal wieder auf. Oh mein Gott. 90.000 Mann, 90.000 Leute, die Arbeit suchen und nur eine Fabriken für 10.000. Na servus. Das heißt, wir müssen da einiges bauen. Was haben wir denn da alles? Und wir haben gerade kein Geld, ist eh klar. Was haben wir in Knischno? Getreide, Getreide, Getreide. Was haben wir in Tuchel? Naja, die reichste Region ist das ja nicht, was ich da gerade erobert habe. Na gut. So, also wenn wir da ein bisschen wieder ändern. Unsere Armee auf 60% mal runtergehen. Das sollte uns helfen, ein bisschen mehr Geld zu machen. Das heißt, wir können da vielleicht noch brechen. Warte mal. Posen. Stahl bauen wir gerade. Machen wir als nächstes eine Konservenfabrik auf jeden Fall. Und. Oh, eine Spannung in Ostmazedonien. Ein Konflikt ist gerade ausgebrochen. Schauen wir mal. Russland unterstützt die Griechen gegen Deutschland mit den Osmanen. Natürlich sind wir an dem Konflikt interessiert. So, schauen wir mal. Frankreich ist natürlich auf russischer Seite. Nona. Großbritannien ist auf deutscher Seite. Okay.
Und Skandinavien auch. Das könnte erneut zu einem Krieg mit Deutschland führen. Ich finde es ausgesprochen irritierend, dass Deutschland sich schon wieder einmischt international, obwohl sie gerade eh einen mächtig auf den Deckel gekriegt haben. Sie haben kein Heer zurzeit. Skandinavien hat vorher den Krieg verloren. Das heißt, die zwei sind echt modig. Das heißt, nur Großbritannien ist gut. Wir unterstützen diese Seite. Außerdem könnte es dann sein, dass Skandinavien auf unsere Seite kommt. Außerdem, das Osmanische Reich schwächen ist immer gut. Gut, Konserven haben wir schon gebaut. Stahl haben wir da. Was können wir nach der Stahlfabrik noch machen? Eine Maschinenteilefabrik. Wir brauchen eine Maschinenteilefabrik, da bin ich mir sicher. Und war der Heli. Okay. Da wollen wir gerade überall Eisenbahnen jetzt rein. Offensichtlich war Deutschland, was die Eisenbahnen betrifft, noch nicht so weit wie wir. Auch nicht schlecht. Wenn wir jetzt wieder auf die freundlichen Umstände. Hey, wir haben Öl, Öl! Wo war das jetzt? In Prischemischl. Wow, wir produzieren Öl. Ist das cool? Sehr, sehr gut. Das bedeutet aber, in dieser Region könnten wir eine Raffinerie bauen. Das ist ja super, das machen wir. Treibstoffraffinerie bauen wir doch gerade. Was war das? Ostgalizien? Nein, Westgalizien war das, oder? Österreichisch Westgalizien sogar. Yes. Hervorragend. Die Militanz sinkt. Apropos Militanz, wir sind schon bei 4,38 und können noch immer keine Reformen machen. Ich finde das nicht richtig. Da haben wir 49,58%. Na super. Und da 48,21. Na, wenn die Militanz noch um 1 rauf geht, können wir auf jeden Fall wieder was machen. Oder wenn wir ein bisschen mehr Liberale bei der nächsten Wahl haben, dann geht's auch. Nein, wir wollen keinen. Farbstofffabriken können wir jetzt auch bauen. Gut. Jetzt schauen wir mal. Noch nicht. Na, das machen wir nachher. Machen nachher Pause. So. Schade, schade, schade. Das Bündnis mit mir ist nicht stark genug, um euch auf meine Seite zu ziehen. Komm schon, Deutschland, gib nach. Kein Mensch braucht die Osmanen. Du musst sie echt nicht unterstützen. Sie haben schon wieder eine Macht von 5, das gibt's ja wohl nicht. Sie haben schon wieder Truppen gebaut. Echt jetzt. Unfassbar. Na gut. Ich werde jetzt
wieder abschalten. Wir haben wieder ein Jahr hinter uns gebracht. Meine Herrschaften, ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Während der Pause zum nächsten werde ich noch eine Einheit, also noch eine Armee wahrscheinlich aufbauen. Schauen wir mal. Ich schaue mir mal meine Armeen an, ob da viele dabei sind, die nicht versorgt werden. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes.